Hallihallo und herzlich willkommen zum 44. Part meines Let's Play zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Neuauflage für die PlayStation 4. Das heißt, wir spielen immer noch die Crash Bandicoot Insane Trilogy und ich muss mal gerade was trinken. So, wir gehen wie Ende des letzten Parts auch geschehen ins Level Digging It. Nun wissend, ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, dass ich den Todespfad erreichen muss. Das heißt, ich muss jetzt hier im First Try zur Todesplattform, die es hier gibt, kommen, den Weg erfolgreich meistern und dann auf dem anderen Weg Backtracking betreiben und zurückgehen, um dann dort die Kisten zu holen, die sich eben auf jenem, in Anführungszeichen, normalen Wege befinden. So, ich hoffe, dass mir das jetzt gelingen wird. Ich habe jetzt immerhin einen Schutz, das ist schon mal gut. Ja, tut mir leid, dass ich da im letzten Part ein bisschen verpeilt war. Ich war mir da nicht mehr sicher. Ich wusste, dass ich da Backtracking an einer bestimmten Stelle, so ab jetzt darf ich nicht mehr sterben, Backtracking betreiben musste an einer bestimmten Stelle. Ich war mir aber leider nicht mehr sicher. So, jetzt habe ich einen Doppelschutz. Das sind doch jetzt eigentlich schon mal gute Voraussetzungen. Aber der Teil hier ist natürlich auch nicht einfach. So. Muss ich mal gucken, wie ich das time. Das hat geklappt. Ich habe auch meinen Schutz behalten. Das ist sehr gut. Ja, ich hatte im letzten Part angedeutet, dass ich Recherche betrieben habe bei einigen Leveln, weil ich eben nicht mehr oder nicht wusste, wie ich da jetzt an den zweiten Edelstein komme. Okay, dass man hier beide Wege spielt, spielen könnte, sollte, wie auch immer, oder da mal das versuchen könnte. Da hätte man auch drauf kommen können, ja. Zumal ich das in einigen Parts zuletzt häufiger ja sogar in Frage gestellt habe, ob man jetzt teilweise eben genau das machen muss, also Backtracking betreiben. Und ja, jetzt ist es in der Tat so, unter anderem eben jetzt hier bei dem Level Digging It. Auch bei Hang 8 ist es so, aber ich habe noch mal gerade eben mir die Mühe gemacht, gerade eben zur Erklärung, ich nehme diesen 44. Part jetzt hier unmittelbar nach dem letzten 43. auf, deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt hier über Dinge spreche, die jetzt für euch einen Tag auseinander liegen und für mich im Grunde genommen nur ein paar Minuten. Ja gut, es ist so, dass ich in meinem YouTube-Verlauf mal nachgeguckt habe, es ist gar nicht wirklich Night Fright gewesen. Beziehungsweise Nightfight habe ich auch mir angeguckt, wie man es machen muss, aber das hatte ich dann wohl irgendwie doch schon erledigt gehabt. Ehrlich gesagt war ich da im 43. Part ein Stück weit verdutzt, weil ich eigentlich nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass ich das überhaupt gemacht habe. Aber ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, meine Videobeschreibung nochmal auf die Schnelle zu lesen. Wahrscheinlich habe ich es sogar da reingeschrieben. Aber war jetzt einfach ein bisschen Stück weit verpeilt und hatte es einfach nicht mehr auf dem Schirm. Wow, ich bin so da durchgekommen. Ich will sagen, nicht. Das ist aber auch nicht schlecht, denn den Schutz hier kann ich vielleicht auch gleich noch gebrauchen, wenn es dann ums Backtracking geht, auf der anderen Seite. So. Na toll. Kaum sagt man es, ist er weg. Aber ich habe ja einen Doppelschutz. Komme ich da jetzt eigentlich so hin? Ich riskiere es nicht. Nein, natürlich flitscht er da irgendwo an der Seite runter. So, jetzt bin ich am Überlegen, das muss ich nicht nochmal machen. Komme ich denn jetzt trotzdem hier hin? Ja, komme ich. Okay, alles klar. Dann können wir ja munter weitermachen. Mit insgesamt mittlerweile insgesamt 11 Leben. Wahnsinn. Okay, jetzt habe ich es leider nicht geschafft. Ich hoffe aber auch mal, dass ich es so hinbekomme. Naja. Es war jedenfalls, um das nochmal abzuschließen. Also es ist durchaus so, dass ich mir auch zum Level Night Fight etwas angesehen hatte, aber das war dann wohl höchstwahrscheinlich vor einem der letzten Parts, die ja bereits online sind und aufgenommen wurden. Sorry, ich musste gerade vor der Biene flüchten, die ja bereits online sind und wo ich das dann wahrscheinlich gemacht habe und mich einfach jetzt im letzten Part nicht mehr daran erinnern konnte. Also jedenfalls haben wir in Hang 8, wie ich es jetzt gesehen habe,
definitiv schon den zweiten Edelstein geholt. Eben mit dem Trick, den ich in dem YouTube-Video mir angeschaut habe. So, jetzt haben wir das geschafft und müssen jetzt auf der anderen Seite Backtracking betreiben. So, und damit das nicht zu schwierig wird, nehmen wir den Checkpoint hier schon mal mit. Dann sind nämlich die Kisten vom Todespfad auf jeden Fall gesichert. Hier darf man jetzt nicht auf diese Pads tratschen, sonst wird man nämlich wieder in die andere Richtung buxiert. Was man natürlich nicht möchte. So, jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Da noch eine Kiste, hier noch eine Kiste. Jetzt muss ich mal langsam machen. Ich weiß nämlich jetzt nicht mehr genau, wann hier die Bienen kommen. Genau. Ja, das war jetzt blöd. Da bin ich genau in dem Moment gesprungen. Hätte natürlich auch trotzdem den Dash machen können, aber naja. Jetzt kriege ich aber auch einen Schutz. Das heißt, das Ganze sollte jetzt einfacher werden. Das hätte ich natürlich auch von mir aus ausprobieren können oder drauf kommen können, aber ich wollte jetzt nicht noch einen weiteren Versuch opfern sozusagen und das hier jetzt auf gut Glück ausprobieren quasi. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal nachgeschaut und ich denke, ich denke mal, das ist auch okay, dass ich das jetzt so im Rahmen des LPs mache. So, waren das jetzt alle? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe, glaube ich, noch mal eine Ebene zurück, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich jetzt hier nichts liegen lasse. Ich weiß nämlich gerade gar nicht, wie weit man zurückkommt. Ah, hier ist ein Checkpoint. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, ab dem Zeitpunkt aber auf jeden Fall. Doch, das müsste doch jetzt reichen, oder nicht? Egal, ich habe ja gerade einen Checkpoint erreicht. Ich gehe jetzt einfach nochmal auf Verdacht zurück. Wo ich jetzt hier irgendwas liegen lasse. Das wäre ziemlich blöd. Okay, jetzt sind nämlich doch noch Kisten, alles klar. So, machen wir mal langsam. War es denn das jetzt? Ja, das ist immer noch was. Nein, verdammt! Okay. Aber wir haben ja zwischenzeitlich nochmal einen Checkpoint erreicht. Auf halbem Wege mehr oder weniger. Genau an die 76 kann ich mich nämlich erinnern. Dann gehen wir jetzt halt ab hier nochmal zurück. Also Leben haben wir auf jeden Fall genug im Moment, würde ich sagen. Von daher sollte das passen. So. Die Kisten haben wir jetzt wieder. Okay. Nein, jetzt habe ich wieder nicht reagiert. Das ist natürlich jetzt hier an der Stelle die Krux und das, was es ja ein Stück weit schwierig macht, jetzt hier den zweiten noch fehlenden Edelstein zu holen, dass man jetzt hier halt Backtracking betreiben muss und eben von den Bienen genervt wird parallel und sie jetzt eben nicht im Rücken hat, mehr oder weniger, sondern auf sie zuläuft. Und das macht es halt an der Stelle gerade jetzt auf der letzten Passage in Kombination mit den Minen ist etwas schwierig. Naja, aber ich bin noch zuversichtlich, dass wir das mit den 8 verbleibenden Leben schaffen können. Verzeiht mir, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin zwischendurch, aber ich muss das Summen der Biene hören, wollte ich gerade sagen. Ich fände es aber auch toll, wenn ich jetzt mal allmählich einen Schutz bekommen würde. Üblicherweise kriegt man den ja nach einer Zeit. Wenn das Spiel merkt, oh, da hat einer Schwierigkeiten. So. Gibt's doch gar nicht. Alles klar. Eben noch von gesprochen. Jetzt ist es soweit. Trotzdem versuche ich den natürlich mitzunehmen. Sehr gut, das hat für den Moment geklappt und jetzt hat mich diese blöde Biene dann doch noch erreicht, obwohl ich eigentlich schon aus der gefährlichen Zone mehr oder weniger raus war. Das ist jetzt ein Stück weit viel. Naja. Okay, man darf ja getroffen werden von den blöden Bienen. So.
ist denn das jetzt nicht Artikel? M81. Okay. So, und jetzt bin ich an der Gabelung und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ja, es ist, glaube ich, leichter hier rumzugehen. Dann gehen wir jetzt einfach den Weg nochmal so rum. Sollte doch eigentlich machbar sein. Schwierig könnte es jetzt höchstens an der Stelle hier werden. Aber auch das kriegen wir hin. Sehr gut. Hier hatte ich ja die Gegner schon weggemacht. Also wenn ich jetzt nicht einen blöden Fail mache, dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ich habe einen Spin ausgeführt, ihr habt es gesehen. Immer diese Schiss-Timing-Geschichten. Okay, das war jetzt mal ein kleiner Bug. Auch nicht schlecht. Kamerabug, um genau zu sein. Egal. Ich lasse mich jetzt jedenfalls nicht hetzen, denn das macht es nicht besser. So. Verdammt, die habe ich gar nicht gesehen. So ein Murks. Nee. So, schon ein Stück weit fies. Und wieder den falschen Rhythmus erwischt. Ich werde wahnsinnig. Das ist nun wirklich nicht schwierig. Weiß Gott nicht. Aber trotzdem auch nicht ganz einfach. So. Klar. Es ist trotzdem nicht einfach. So, tut mir leid, ich muss mich hier wirklich konzentrieren. Das ist jetzt keine faule Ausrede. Ich bin aber jetzt wirklich am Überlegen, ob ich nicht den Weg hier zurückgehen soll. Weil da gibt es, soweit ich weiß, keine Bienen. Da gibt es nur in Anführungszeichen diese blöden Pflanzen. Aber die sind natürlich auch nicht gerade angenehm zu spielen. Naja, versuchen wir es nochmal auf der Seite hier. Vielleicht habe ich ja diesmal Glück. So. Da gehen wir jetzt jedenfalls so durch. So, auch hier laufen wir jetzt einfach durch. Alles klar. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eben noch irgendeinen Gedanken hatte, den ich jetzt nicht zu Ende gesprochen habe. Sollte dem so sein, dann seht es mir bitte nach. So, jetzt sind wir wieder an der richtigen Stelle im Level. Und wir können natürlich immer noch failen, nicht wahr? Hoffe ich natürlich, dass hier ein Checkpoint kommt oder... Okay, jetzt fehlen noch zwei Kisten. So. Die haben wir dann jetzt auch. Jetzt bitte nur noch diesen Deppen da klatschen. Alles klar. Jetzt nochmal eine Passage. Die schaffen wir doch hoffentlich auch. Mit dem Rennen ist zumindest der Part mit den Bienen einfach. So, okay. Und dann haben wir jetzt ein bisschen schwerfällig zugegebenermaßen dann doch noch im zweiten Anlauf, denn wir haben ja im letzten Part schon damit begonnen, diesen Versuch hier zu spielen oder ja, auf diese Art und Weise es zu schaffen, den Edelstein zu holen. Mit einem kleinen Denkfehler von mir, weil ich vergessen hatte, dass man den Todesfahrt doch spielen muss. Naja, egal. Jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft und haben einen weiteren noch fehlenden Edelstein geholt. Und zwar im Level Digging It. Ja, und ich bin mal gespannt, wann hier eigentlich nochmal eine Cutscene kommt. Denn irgendwann sollte sich doch Manitos Prio melden, oder etwa nicht?
So, uns fehlen noch 6 Edelsteine, dann haben wir sie alle. 92% bedeutet dies. So, und jetzt sind wir hier mit dieser Welt. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Drehwurm. Nun auch durch. So, und jetzt gehen wir in die letzte Welt, denn das ist eines der Level, wo ich noch nachgeguckt hatte. Achso, Nightfight, ich bin bescheuert. Ich war eben. Ich war im letzten Part gar nicht bei Nightfight. Ich war im Level. Ich habe beim Level Hang 8 nachgeguckt. Jetzt weiß ich auch, wo der Denkfehler ist. Ich hatte bei Nightfight, bei Digging It und bei Piston It Away nachgeguckt, was man machen muss, um an die fehlenden Edelsteine zu kommen. Und ich habe Nightfight und Hang 8, warum auch immer, weil das irgendwie überhaupt nicht gleich ist im Namen, durcheinander geworfen. Hier ist nämlich jetzt das Level, wo es am Ende ja zwei Kisten bedarf oder beziehungsweise die mir gefehlt hatten zuletzt. Toll. Hier muss ich aber, soweit ich weiß, wirklich keinen Todespfad freispielen. Ich glaube, es gibt hier auch gar keinen Todespfad. Richtig? Wir flitschen jetzt hier einfach mal durch. Mal sehen, ob uns das gelingt. Ohne hier zu failen. Zumindest mal bis hierhin. Jetzt haben wir auch einen Schutz am Start. Perfekt. Hauen hier die komischen Rattenviecher oder was auch immer das sein soll, weg. Upsala, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und den Checkpoint haben wir auch erreicht und den Sprung schaffen wir leider nicht ohne eine Rutschattacke. Egal. So, ich glaube, das brauchen wir in der Tat nicht. Ich bin mir aber auch hier nicht sicher. Also seht mir bitte nach, wenn wir es jetzt doch brauchen sollten. Was mache ich hier? Okay. Bin ich da tatsächlich so durchgekommen? Wahnsinn. Nee, ich meine, dass wir hier wirklich nicht zwingend den Todespfad spielen müssen, um an den zweiten Edelstein zu kommen. Aber wenn ich das jetzt auch verranzt haben sollte, dann tut es mir wirklich leid. Zeigt aber dann auch mal wieder, verdammt, zeigt dann aber auch mal wieder, wie bräsig ich mitunter bin. Und ich finde es gerade extrem erschreckend, dass ich von meinen eben noch 11 Leben sage und schreibe noch zwei übrig habe. Wahnsinn. Das ist ja wirklich mal traurig. Holla die Waldfee. So. Aber ich hoffe, dass wir das jetzt noch schaffen. Das wäre nämlich wünschenswert. So, jetzt ist schon wieder die Knipse ausgegangen. Ich weiß aber jetzt, dass da eben eine Lücke war, weil ich mir dann doch mal gemerkt habe, nach dem Fehler eben. So. Und ich habe einen weiteren Checkpoint erreicht. Auch das ist gut. So, Bonuslevel mitnehmen. Idealerweise auch das Glühwürmchen, weil sonst sehen wir hier nichts. Okay, Vorsicht. Nicht zu schnell sein. Die machen wir jetzt auch mal so kaputt. Ich habe lieber auf Licht verzichtet, beziehungsweise so, da war noch eine, das habe ich gesehen. Ich hoffe, dass ich keine weitere vergessen habe. Es ist nämlich hier wieder dunkel geworden. So, und jetzt kommen wir an die Stelle zurück, von der ich gesprochen habe, wo ich echt gedacht habe, dass das hier zwei Nieten sind, denn die bewegen sich nicht, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, ah, wir haben doch schon mal so ein Level gehabt, da muss man wahrscheinlich diese Nitro-Kisten zerstören. Nein, die sind in der Tat echt und das war blöd. Oder besser gesagt, ich war zu langsam. Puh, aber ich habe ja wieder drei Leben. Richtig, richtig. So, hier ist es aber in der Tat so, dass man einfach in Anführungszeichen hier zurückrennen muss. So, hier sind die zwei Kisten und jetzt können wir direkt wieder zurück. Das heißt, hier ist es in der Tat so, und das hatte ich dann halt verwechselt mit dem Level Hang 8, was überhaupt nichts hiermit zu tun hat. Ja, dann kriegt man eben die zwei Kisten.
Man braucht nicht den Todespfad im Vergleich. Ach, Mist, im Gegensatz zu dem Level. Digging It, wo wir gerade waren. Ich war gerade überlegen. Ach verdammt, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Sondern wir können hier einfach auf halber Strecke zurückgehen. Aber ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Kann das sein? Weil hier war ich doch eben noch gar nicht richtig. Da ist eine Schlucht, das konnte ich gerade noch so im Ansatz sehen. Ne, jetzt haben wir alle, okay. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt, denn ich bin auch hier wieder über der Zeit drüber, dann haben wir doch jetzt in dem Part sogar seit längerer Zeit nochmal zwei Edelsteine geholt. Und zwar im Level Digging It und jetzt gerade geschehen im Level Night Fight, nicht Hang 8. So. Und dann würde ich sagen, machen wir in den nächsten Parts dann weiter mit Piston It Away, beziehungsweise muss ich dann nochmal schauen. Am besten gehe ich wirklich hin und schaue mir bei Piston It Away nochmal im Detail an, was man da machen musste, bevor ich das wieder verranze und durcheinander werfe, wie hier jetzt bei Night Fight und Hang 8, wo ich ja alles schon hatte und so weiter und so fort. Bevor ich da wieder so einen Stumpfsinn treibe und da durcheinander komme, werde ich das, glaube ich, ja, beim nächsten Mal besser vorbereiten, beziehungsweise unmittelbar vor dem Part einfach gucken, welche Level fehlen noch und wo weiß ich eventuell noch, was ich machen muss, beziehungsweise wo muss ich nachgucken. Da mache ich das unmittelbar vor Aufnahme des Parts. Sorry für diese ein Stück weit etwas bescheidenere Vorbereitung. Dennoch haben wir dann auch in dieser Woche, denn ich höre heute mal nach zwei Parts Aufnahme auf, somit ist dann die Woche ja auch wieder versorgt, der Mittwoch und der Donnerstag, wie gehabt. Und ja, denke mal, mit drei Edelsteinen aus zwei Parts, beziehungsweise mit drei Edelsteinen innerhalb einer Woche in zwei Parts, kann man doch zufrieden sein, bin ich zufrieden. Und dann geht's beim nächsten Mal im 44. Moment. Ne, im 45. Part, richtig? Egal. Ich blende es im Zweifelsfall ein, wenn es falsch ist. Geht's auf jeden Fall im nächsten Part dann weiter mit dem 100% Walkthrough von Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back in der Neuauflage für die PlayStation 4. Das heißt, wir spielen die Crash Bandicoot Insane Trilogy weiter und ich hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!